Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von 7 Days to Die. Es ist mitten in der Nacht. Ich weiß übrigens jetzt wieder, das habe ich mir jetzt gemerkt, was wir machen wollten mit dem Wasser. Wir wollten Blaubeerkuchen machen. Das hatte ich irgendwie komplett verdrängt. Wir haben das, glaube ich, noch hier. Modeled Worky Butter. Sowas. So. Das kochen wir mal eben. Ich mach mal nur so viel rein. Bottled Water. Weil wir können nämlich ein paar... Wir haben ja so viele Blaubeeren gefunden. Und wir können auch ein paar von diesen Maiskolben mitnehmen. Und aus diesen Maiskolben machen wir jetzt nämlich mal Cornmeal. Und dann machen wir Blaubeerkuchen. Ach, scheiße, dafür brauchen wir auch Eier, ne? Na, das ist natürlich so ein bisschen doof. Warte mal, was macht denn ein Blueberry Pie? Ich brauche ein Ei. Wir können 9 Stück machen. Man braucht einmal Blueberries für einen kompletten Blaubeerkuchen. Das ist sehr nah an reellen Rezepten, müsst ihr wissen. Okay, wir machen jetzt mit den Eiern mal zur Abwechslung Blueberry Pie. Vielleicht mache ich erstmal ein. Und guck mal, wie viel mir der bringt. This homemade blueberry pie is nutritious and raises your wellness. Just like grandma used to make. Oh, geil, so ein Blaubeerkuchen oder so. Ohohoho. Auf was steht ihr denn bei Kuchen? Also mein Lieblingskuchen ist ja Käsekuchen, ja? Und da ist es egal, ob New York Cheesecake oder ein deutscher Käsekuchen, was ja eher mit Quark und so gemacht wird. Das finde ich alles total geil. Meine Mutter macht halt den besten Käsekuchen und ich kriege den immer zum Geburtstag dann. Aber Sahnetorten selten, also wenn dann eher so Donauwelle, wo dann auch so eine Creme drin ist. Oder mal so eine Mokka-Dingensbummens, aber eher selten. Also da würde ich... Oder so eine Zitronenrolle. Zitronensahne oder so. Käsesahne. Sowas geht auch noch. Aber das würde ich sagen, wenn ich selber mir mal Kuchen kaufe, eher zweimal im Jahr oder so, wenn es hochkommt. Das ist ja auch kalorienmäßig eher schwierig. Aber... Da, also Kuchen ist wirklich das Schlimmste bei mir. Da, das kann ich nur 0,8. Nee, dann gibt's keinen Bacon. Das ist doch plus, ja, dann machen wir aus dem Rest wieder Bacon and Eggs. Sorry, also, hä? Und dann mache ich halt einfach aus dem Cornmeal Cornbread. Bottled Water. Weil das bringt die Wellness auch ein bisschen hoch, aber da brauche ich keine Eier für. Nee, sorry. Also das macht nicht so viel Sinn. Meiner Meinung nach. Habe ich noch Water? Komm, dann machen wir noch ein bisschen mehr Cornbread. Dann muss ich mal wieder... Das Blöde ist halt... Entschuldigung. Dass sich die Gefäße, in denen sich das Wasser befindet, dann verbrauchen. Das finde ich sehr schwachsinnig, muss ich sagen. Also sehr. Wir haben noch ein Antibiotikum. Wir wollten auch noch Kram mitnehmen und das zum Trader bringen. Ich sollte mir am nächsten Tag mal Gedanken machen. Ich habe jede Menge Cobblestones gemacht und schon Flagstones. Das könnte ich jetzt eigentlich in der Nacht mal machen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von dem Blueberry Pie, muss ich tatsächlich sagen. Finde ich nicht gut. Hallo. Ah, ich habe noch kein Licht irgendwo, ne? Das ist natürlich scheiße. Und wir wollten uns einen Eingang bauen.
So, dann machen wir ja erstmal die Außenwand. Wie gesagt, diesen Bereich möchte ich dann auch noch verkleinern. Und, so. Oh, ich möchte unbedingt noch ein anderes Let's Play aufnehmen. Das ist so ein kleines, Rätselgame auch. Ich schaffe das irgendwie nicht. Das Wochenende ist immer so vollgepackt mit Kram. Und dann, jetzt ist auch schon wieder Sonntag, 16 Uhr. Heute Abend spiele ich wahrscheinlich noch in einem Stream einfach nur mit. Und ich weiß nicht, geht euch das auch so, wenn ihr arbeiten seid die ganze Woche? Dass dann das Wochenende so rada bam, rada boom, ist es schon vorbei, bevor es angefangen hat? Mann, Mann, Mann. Also dieses 40 Stunden arbeiten und der Rest ist Freizeit und dann fährst du irgendwie noch eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ist echt ein scheiß Konzept, muss man mal sagen. Stehst irgendwie um 6 Uhr morgens auf und dann bist du quasi die ganze Zeit mit fertig machen und was weiß ich und unterwegs sein. Kommst du so um 6:30 wieder nach Hause, der ganze Tag ist im Arsch. Es ist herrlich. Und nicht für Reichtümer. Es tut mir leid, dass es so dunkel ist. Wie viele... Achso, ich wollte mir eventuell... Oh, die verschwinden aber schnell. Ich mache noch mehr Cobblestone. Kann ich durchlaufen lassen. Wir haben jetzt besseres Werkzeug. Ja, da bist du aber schnell dein Zeug los. Ich hoffe, dass ihr überhaupt was seht. Es tut mir leid, dass es so dunkel ist. Ich könnte eine Fackel holen von oben, aber... Dann ist es nicht ganz so düster. Habe ich noch eine Fackel irgendwo? Ah, jetzt habe ich hier so viele Kisten. Das ist fabelhaft einfach nur. Okay, die sind noch leer. Habe ich keine Fackel mehr? Das ist aber bestimmt schon durch. Nee. Keine Fackel mehr. Ich mache mal, dafür brauche ich aber noch Cloth. Oh, ups, zu weit gedreht. Ich muss das mal wieder langsamer machen, weil gerade habe ich Papp gespielt und das ist immer ein bisschen ätzend. Ach, bis ich die Torch jetzt fertig habe, wer schlägt denn hier vor meine Hütte, bitte? Ich habe da gerade verbessert, Junge. Mach mich nicht fertig jetzt hier. Obwohl, 3.28 Uhr ist ja schon fast. Okay, da müssten sie erstmal den Tresor wegschlagen. Und die verbessere ich auch. Ist nicht direkt die Außenwand, da muss ich das von draußen machen. Ist das hier so ein Kriecher oder was? Junge, geh mal weg, Mann. Dich will hier keiner haben. Geh weg, du kleines Schweinchen. Dich will hier keiner haben. Okay, ich werde eben das verbessern, weil da ist ja schon... Und das. Und das. Och, ist das nervig. Mein Freund. Geh weg. Wo schlägt er sich denn jetzt hier rein? Ich glaube, den müssen wir gleich mal ein bisschen beibringen, wie er sich zu benehmen hat. So, wir gehen dann jetzt mal raus. Pass auf! Es reicht. Du kleine Drecksau. Wo hast du denn jetzt vorgeschlagen? Unbelievable. Okay. Machen wir eben mal eben hier weiter. So, ich möchte jetzt hier die ganze Plattform unten wegschlagen. Das sieht zwar irgendwie schön aus, ist aber sehr unpraktisch, denn dann können die direkt an die... Also was heißt, können direkt an die Mauer? Das können die auch so, aber das ist einfach noch eine Etage.
diese näher zu mir haben. Ich weiß auch nicht, wenn ich diese Stützpfeiler hier abschlage, ob dann alles, quasi die komplette Veranda wegfällt. Das werden wir dann sehen. Ich mache das jetzt einfach. Dann haben wir halt keine Veranda mehr. Es ist halt so. Aber ich glaube, dass das halten müsste, weil... Okay, das dauert jetzt natürlich einiges, bis ich das hier alles weg habe. Aber das ist... Ich meine, es war zwar schöner so, aber Optik ist jetzt halt mal nicht so ganz wichtig in der Zombie-Apokalypse. Ja. Wie in The Walking Dead, wo die mal fettige Haare und sowas haben und auch ein bisschen ranzige Klamotten, aber immer perfekt saubere Zähne. Das finde ich halt geil. So, weg mit dem ganzen Kram hier. Muss gleich mal gucken. Oder mal Miner 69er, da brauche ich die tatsächlich sehr hoch, ne? Die Mining Tools. Ja, dann hätten wir, warte mal, dann wären es 4 bis oben und das ist die 5. Etage. Das ist nicht hoch genug, Leute. Oben die Veranda muss ab. So beschissen das dann auch ist, aber die muss weg. Das ist zwar ein guter Aussichtspunkt, aber 4 ist nicht hoch genug. Wenn ich hier unten noch Spikes hinmache, dann ist das auch nochmal eine Etage für die. Und dann sind es nur 3 Unterschiede und dann kloppen sie mir alles ein. Da bin ich ziemlich sicher. Ach was, die unterste Etage ist Holz? Willst du mich trollen? Wer baut denn auf einem Holzfundament ein Steinhaus? Wie bitte? Was ist denn das für eine Logik? Oh Leute. Kann ich euer Ernst sein? Das macht man eher umgekehrt. Oh, wow. Dilettanten waren am Werk. Obwohl, ich könnte mal eben hier auch schon anfangen, das abzuschlagen. Und dann müsste doch irgendwann der Kram runterfallen. Ja, sorry, das dauert jetzt tatsächlich mal eben ein bisschen. Aber was sein muss, muss sein. Ich guck mal eben. Sexual kann ich nicht machen. Mining Tools. Oh Gott, das brauche ich bis Level 40. Das dauert noch. Aber wir erholen uns ja ein bisschen. Ja. Okay, dann muss erstmal das hier weg. Ich weiß nicht, ich meine, es ist immer noch dann da verbunden. Ich hoffe, dass das gleich alles runterkracht. Ja, okay, das kann ja schon krachen. Dann trenne ich mal hier die Verbindung. Ja, das ist jetzt hier alles der Plan, ne? Theorie, das muss wahrscheinlich auch noch weg. Okay, ich brauche mal ein bisschen Erholung hier. Also wir haben hier in dieser Stadt noch einiges zu scavengen. Ich meine, wir haben ja auch noch eine andere kleine Stadt entdeckt, die gar nicht so weit weg war. So, und wenn wir jetzt das da hinten auch noch weggeschlagen haben. Ich fange jetzt hier natürlich an 100 Ecken gleichzeitig an. Aber dann müsste doch hier gleich mal einiges runterkrachen. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht dann da drunter stehe. So. Ich weiß nicht, ab wann sowas schon fällt. Wie viele das dann halten kann. 5 oder so. Also müsste gleich hier schon was runterfallen. Ah, da komme ich trotzdem ran. Sehr gut. Ich mache mir schon mal eine neue Fire Axe. Ich weiß, die kann ich noch reparieren. Vielleicht mache ich das auch, aber ich brauche auf lange Sicht, kurze Sicht, wie auch immer, noch eine zweite. Mich wundert, dass das immer noch nicht runtergefallen ist. Hä? Kann man ganz schön viel dran machen. Wie bitte? Oh. Und die kriegst du nämlich mit einem Schlag weg. Sehr gut. Wie
viele waren das denn jetzt? Ich meine, das kann man irgendwie einsehen, das weiß ich. Nice. Ja, cool. Das müssen wir jetzt hier überall machen und auch unten. Und dann wollen wir da oben irgendwie rein. Das muss ja auch weg. So. Die Fenster schlagen wir raus. Dann machen wir Cobblestone rein. Blöd ist halt echt, dass die untere Etage, wie viel Scrap Iron habe ich denn? Da komme ich nicht ganz weit mit, glaube ich. So. Alles klar. Kommen die hier rein. So. Diese Folge steht ganz im Zeichen der Hüttenverbesserung. Weil die zweite Feralnacht, ich meine, wir haben immer noch die Option, die woanders zu verbringen. Aber es wäre halt gut. Ich weiß nicht, wie viel schlechter die dann werden, wenn wir das... Ich repariere die einmal. Okay, das geht. Da oben habe ich noch eine neue. So, das machen wir jetzt hier genauso. Ach, es wäre so schön, wenn das mit einem Schlag ginge. Gehen da überhaupt die Mining-Tools mit hoch hier mit dem Kram, den ich mache? Ja, ne? Aber nur sehr mühselig. Ja, die schöne Veranda. Ich fand sie wunderschön, aber sehr unpraktisch. Deswegen muss das leider weg. Oh, es wäre so schön, wenn wir Stahlwerkzeug hätten, aber das kann ich erst mit Level 40 machen. Ich meine, wir sind jetzt Level 32. Allzu lange wird das nicht mehr dauern. Dann geht aber alles einfach viel, viel schneller. So, da müssen wir noch ein paar Autos oder, nee, Stühle und sowas auseinandernehmen für diese Teile, damit wir uns eine Werkbank bauen können. Dann müssen wir uns jetzt noch was für die Forge überlegen und den Eingang machen. Das sollte ich in dieser Aufnahmesession mal alles irgendwie so ein bisschen überlegen, das zu tun. Mal gucken, wie gesagt, ob ich die Forge einbuddel. Das muss ich mal gucken. So. Weg mit dem ganzen Kram hier. Gibt das irgendwie mehr Holz, als wenn ich die so einzeln wegschlage? Irgendwie schon, ne? Das ganze Metall ist irgendwie jetzt weg. Jetzt ist aber auch egal. Hier müssen wir das wegschlagen. Uiuiui, ist mir fast auf den Kopf gefallen. Mama mia. So, dann machen wir jetzt erstmal oben alles weg. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte gern 6 hoch, aber vielleicht können wir den Eingang auch noch, ich mache hier erstmal schon mal einmal Verbesserung überall. Vielleicht können wir den Eingang auch noch einen höher setzen da oben. Was aber nicht so viel Sinn macht. Nee, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Denn, es ist ja, ich kann ja nicht die ganze Etage da einen hochsetzen. Also kann ich schon, aber... So, da kommt mal so ein Dingens rein. So, alles klar. Und dann setzen wir da 1, 2, 3 dran. Ja, jetzt kommt wieder die alte Brücke hier. Aber habe ich das jetzt falsch gemacht? Die ist doch jetzt genauso hoch, wie die Dingens war.
Das ist nicht so clever. Ich hätte die doch einen höher setzen müssen. Lass mich mal überlegen. Ne, die muss irgendwie einen höher. Ich muss die ganze Hütte einen höher setzen. Nein, ey, wie blöd. Geil! Gut, dass ich die verbessert habe vorher. Oh, ich fasse es nicht. Aber Hauptsache, die Mining-Tools gehen hoch. Oh, sorry, Leute. Ich wollte die, also 5 nach oben und dann erst ansetzen. Da muss ich die komplette Bude einen hochsetzen, oben. Ich meine, das ist ja schnell gemacht. Du packst überall Woodframes rein. In den Boden. Nur dann komme ich halt... Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich habe noch nicht so wirklich den Plan, wie ich das machen will. Ich glaube, ich setze einfach nur das hier ein höher und mache dann unten... Ach, Leute. Leute, Leute. Was mache ich hier bloß? Ist das scheiße, ey. Oh Gott. So. So. So wollen wir das haben. So, alles klar. Dann lassen wir 2 frei. Und dann machen wir... Kann ich da was dran setzen? Oder kracht das dann runter? Das kracht wahrscheinlich runter, ne? So, das ist davor. Ist das richtig? Genau. Und dann haben wir hier einen Sprungpart. Hui. Genau. Und dann muss das jetzt weg. Wir setzen es erstmal noch nicht hoch. Wir lassen es erstmal so. Ist gut. Dann machen wir hier Flagstone. Habe ich hier so eine Leiter? Da. Flagstone Stairs. Okay. Dann mache ich mal 6 Stück. Die packe ich dann mal hier direkt hin. Ich wusste jetzt nicht, ob das zu hoch ist für einen Sprung, aber hat geklappt. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch Materialien besorgen. Jetzt ist das 6 hoch, das ist besser. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach mal nur 5. Ich weiß, es geht wahrscheinlich noch mehr, aber ich mach mal nur 5. So, und dann machen wir hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Ach cool, dann brauchen wir hier auch nicht so weit runter. Und bam. Und bam. Jetzt wird es ein bisschen scheiße. Ah ne, doch. So. Gut. Gut. Dann machen wir die hier hin. Dann haben wir schon mal einen Eingang. Das ist doch... Perfekt. Perfekt. Obwohl, wir machen mal eben hier. Verbessern wir die mal. Wer kommt denn da? Hm? Ich möchte keinen Besuch haben, bitte. Nicht jetzt. Ich bin hier konzentriert bei der Arbeit. Und ich laufe in den Kaktus rein. Also bin ich doch nicht ganz so konzentriert. Aber ein bisschen schon. Okay, ich glaube da oben... Weiß ich nicht, ob wir die verbessern müssen. Ja, komm, machen wir mal, bevor wir hier so Spucker dann haben. Ja, aber dann sind schon, einige Cobblestones hier Geschichte. So, und dann schlagen wir den Rest jetzt noch eben ab. Wie arbeitet ihr denn mit was für Eingängen? Also ich mache immer so ein. Klar kann ich mich auch mal umorientieren, auf jeden Fall. Aber das ist halt immer so
The Most Convenient. Mal schauen, ob wir es in dieser Staffel schaffen, auch mal ein komplett eigenes Ding zu bauen. Ob es jetzt, sag ich mal, wieder so Madonna-Würfel ist, wie in der anderen Staffel. Zur Verteidigung, also so ein Feral-Würfel quasi. Wie sich das anhört, ein Feral-Würfel. Perfekt. Och, Mann, ey. Ja, das sieht ein bisschen wild aus. Vor allen Dingen, weil hier überall noch Kram hängt, der hier nicht mehr hängen soll. Aber, ja, schlagen wir hier mal weiter ab. Dann haben wir das da oben schon mal weg. Wie gesagt, wir ran da hin und her, schön hin und her, aber nun gut. Aber meine Lieben, wir haben 25 Minuten voll. Und ich mache hier mal einen Cut und hole euch dann in der nächsten Episode wieder dazu. Bis dann. Aloha.